Der Deutsche Fußballbund DFB bittet die Drittligisten 1860 München, VfL Osnabrück und Carl Zeiss Jena wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans zur Kasse. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. So bändigte Heinkes Robbery. Fußball, Bundesliga. Reif, Sorgen wegen Werner. Poker. Fußball, Bundesliga. Hoeneß legt in Causa Boateng nach. Fußball, Bundesliga. Ferguson zollt Bayern Respekt. Fußball, Bundesliga. Slomka wird neuer 96-Trainer. Das DFB-Sportgericht verhängte Strafen in Höhe von 16.750 Euro an München, 4.900 Euro an Osnabrück und 700 Euro an Jena. In allen drei Fällen hatten die Zuschauer pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Es kam teils zu Spielunterbrechungen und starker Rauchentwicklung. Dies teilte der DFB am Montag mit. Let's Block Ads. Why?